Herzlich willkommen. Ich möchte Sie begrüßen zu meiner Demonstration von unserer Arbeit, die wir zusammen gemacht haben mit Sabrina Mintmüller, Ramona Häberle, Sören Müller, Fabian Ammann, Bernie Schödler und Klaus Hübner aus Macklingen. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen der ETH Zürich, Macklingen, SwissSki und dem IAT. Wir haben uns interessiert, wie der Zusammenhang ist zwischen Kniebeugen und verschiedenen Sprüngen auf der Schanze von einem biomechanischen Punkt. Um was geht es? Im Skispringen muss man so weit wie möglich springen. Die Anzahl Trainingssprünge sind begrenzt auf der Schanze und darum versucht man Trainingsmethoden zu finden, wie man außerhalb von der Schanze in einem künstlichen Setting trainieren kann. Die Frage ist, wie muss man trainieren, welche Sprünge, welches Training, und genau das wollten wir eigentlich untersuchen. Wir wissen von Laboruntersuchungen her, dass die Bewegung der Knie ein leistungsbestimmender Faktor sind, aber auch die Absprunggeschwindigkeit, die Absprungkraft, das sind eigentlich kritische Faktoren. Wir haben darum uns entschieden, ein Wägelchen zu bauen, das instrumentiert ist mit Kraftmessplatten, das also die Kraft bei solchen Imitationssprüngen messen kann, und am Schluss vom Tag wollten wir die Kraft auf der Schanze vergleichen mit der Kraft auf so einem Wägelchen. Und zudem haben wir von Sagittal, von der Seite her, mit Video die Bewegung aufgezeichnet. Also das ist so ein Bild von den verschiedenen Sprüngen, verschiedene Rampen, flach, 4 Grad, Squat Jumps. Diese Sprünge haben wir miteinander verglichen. Die einen wurden ausgeführt in Trainingsausrüstung und die andere in der vollen Wettkampfausrüstung. Da sieht man ein Bild von der Schanze. Die Schanze ist ebenfalls instrumentiert mit Kraftsensoren. Auch hier haben wir die Kraftdaten direkt bei der Schanze bestimmt. Auch die Video, ein Bild aus dem Ausnahmeraum. Was haben wir herausgefunden? Es ist klar, dass auf der Schanze die vertikale Kraftrate größer ist als wie bei den Sprüngen. Nichtsdestotrotz, der Sprung, der am nächsten ist beim Sprung auf der Schanze, ist ein Sprung ohne Ausrüstung ab einer fahrbaren Plattform, und da ist es natürlich dann nützlich, wenn man die Kraft auch bestimmen kann. Was haben wir generell gesehen? Dass man Vergleiche zwischen Training und Wettkampf über Kraft und Videodaten sehr gut machen kann und so dann auch konkret eine Empfehlung für das Training abzugeben. Dankeschön.